Ja, willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Touch Mobile Video Podcast. Ich bin noch auf der CeBIT und zwar beim Stand von Active Digital. Und ich habe hier vor mir das Skytone Alpha. Vielleicht erinnert ihr euch, das war das erste Netvertible mit Google Android. Und das ist das Gerät aus China, das habe ich vor etwa ein Jahr vielleicht vorgestellt. Wir gehen mal kurz um das Gerät herum. Wir haben hier einen SD-Kartenleser, TV-Out, die Ein- und Ausgänge für Audio, Power-Button. Hier haben wir nur ein paar LEDs, haben wir hier weiter nichts. Dann haben wir hier ein Stylus und hier zwei USB-Ports. Hinten haben wir Ethernet und den Eingang fürs Netzteil. Wir sehen hier die Tastatur, die natürlich sehr klein ist und das Touchpad, das ähnlich auch nicht das Beste ist und eben die beiden Mausbuttons hier an der Seite. Das Display ist 7 Zoll groß, hat eine Auflösung von 800x84 Pixeln, ist Resistive Touch, kein Multitouch und wir haben hier Google Android 1.6 oder 1.5, bin mir nicht ganz sicher. Ja, der Prozessor ist hier der ARM 11, ich glaube 128 MB RAM und nur ganz wenig Festplattenspeicher. Wie viel genau wussten die hier auch nicht. Hier mit YouTube, hier haben wir ganz viele Android-Apps eben. Wir haben hier vermutlich keinen Internetempfang, nee, haben wir nicht. Aber wir haben hier diese Buttons, die recht nett sind. Gehen wir mal in Tablet-Mode. Das Gerät ist sehr leicht, obwohl der Akku drin ist. Ich weiß aber nicht, wie lange der halten wird. Wir haben hier WLAN mit bei, Bluetooth glaube ich nicht und auch kein UMTS. Aber es ist ein sehr leichtes Netvertible, das höchstens 200 Euro kosten wird, eher weniger. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es jemals den deutschen Markt erreichen wird. Trotzdem ein sehr interessantes Netvertible, das Skytone Alpha mit Android.